Alle sind hier, um uns zu helfen. Ich freue mich so. Wir werden uns auch sofort auf die Suche machen. Alles, was auch nur ein bisschen nach einem Sender aussieht, nehmen wir genauestens unter die Lupe. Ah, die Verstärkung. Nimea sei Dank. Wir stecken hier nämlich ganz schön fest. Mix und Witch, ihr seid ja auch da. Aber klar doch, wenn unsere Freunde vom Bund der Morgenröte in der Klemme sitzen, sind wir natürlich zur Stelle. Der Chef konnte leider nicht kommen, Jesse wollte ihn nicht weglassen, aber dafür hängen wir uns eben doppelt ins Zeug. Doppelt und dreifach! Ich danke euch. Zusammen finden wir das Senderdings bestimmt. Hier scheint nichts zu sein. Wedge, meinst du, du kannst dich da durchquetschen? Willst du mich veralbern? Da passe ich doch nie durch. Dann versuche ich's. Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Was denn? Ich bin doch längst nicht mehr nur die Empfangsdame. Pass auf! Die Leute von der Stiftung haben gesagt, dass hier hinten noch nicht alles gesichert ist. Wir sollten vorsichtig sein. Hast du was gefunden? Na, sieh mal einer an. Das könnte doch so etwas wie ein Sender sein. Sieht das nicht ein bisschen aus wie unser Garland-Abzeichen? Mit Billigimitaten sollte man vorsichtig sein. Diesmal habe ich dich. Was ist mit dir? Was ist denn jetzt los? Oje, 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 oje. Dass du mir bloß nicht wieder entwischt. Äonen sind Momente. Was fern ist, ist nah. Das muss der Sender sein. Wir haben ihn tatsächlich gefunden. Öffne mir das Tor. Sei doch nicht traurig. Verdammt, warum haben wir es nur so weit kommen lassen? Nein, deine
Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Erwacht aus einem nicht enden wollenden Traum. Folgte ich einem Ruf, erfüllt von düsterer Vorahnung. Wie ein Händler siehst du mir aber nicht aus. Was machst du hier mitten in der Nacht? Den Witz machte mein Großvater früher auch immer. Wenn er mit seinen Freunden bis spät in der Taverne saß und trank. Wollt ihr schon nach Hause, meine Freunde? Es ist ja noch nicht mal dunkel. Jahre ist das jetzt her. 100 Jahre ohne eine einzige dunkle Nacht. Jetzt guck doch nicht so, als wenn du nicht wissen würdest, wovon ich rede. Ah, hat dir vielleicht eine von diesen Kreaturen eins über den Kopf gegeben? Na, das wird schon wieder. Ich muss weiter, aber du? Du solltest dich lieber etwas ausruhen, wo es sicher ist. Etwas weiter östlich ist ein großer kristallener Turm. Du kannst ihn nicht verfehlen. An seinem Fuß liegt eine Stadt, die größte hier in der Gegend. Dort haben sich die versammelt, die noch gegen das Licht kämpfen. Sie heißt Kristarium.
Stolz ragt der Turm empor, als versuche er, den gleißend hellen Himmel zu spalten. Von dort aus entbrennt aufs Neue ein Kampf um Dunkelheit und Licht, um Segen und Verdammnis.